So, meine Freunde, da melden wir uns wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 21 mit Barca. Genau. Wir haben ja die letzte Folge mit einer kleinen Siegesserie beendet. Kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir den 30. Spieltag 1:0 gegen Real Madrid gewonnen. Am 29. Spieltag 3:0 gegen Deportivo. Am 28. Spieltag 4:2 gegen Granada. Am 27. Spieltag 5:0 gegen Espanyol Barcelona. Am 26. Spieltag 3:2 gegen Real Sociedad. Und gegen Sevilla haben wir 2:0 gewonnen am 25. Spieltag. Ja, das sind mal kurz, was haben wir davor? Davor haben wir verloren gegen Bilbao am 23. Spieltag das letzte Mal. Das heißt, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele ungeschlagen. Ja, 6 Siege, 1 Unentschieden. Und ja, sind hier straight auf dem Weg zur Meisterschaft, würde ich mal so sagen. Was mir natürlich auch wichtig ist, wir haben ja in der letzten Saison die Meisterschaft auch schon geholt und sind auch Pokalsieger geworden, wo wir ja die Saison schon im Achtelfinale ausgeschieden sind. Was ein bisschen ärgerlich auch war. Was mir wichtig ist, ist die Champions League, dass wir da auf jeden Fall weit kommen. Ziel ist natürlich Finale und ja, in der Hoffnung, dass wir vielleicht auch den Pott holen, weil so starke Mannschaften sind da jetzt gar nicht mehr vertreten. Ich meine, klar, wir müssen jetzt im Viertelfinale Real Madrid ausschalten. Das wird alles andere als leicht. Aber die anderen Vereine, die sind jetzt nicht so stark. Ja? Also es sind gute Vereine, so wie Chelsea, Dortmund, die jetzt noch mit dabei sind, Villarreal. Aber es sind jetzt keine so großen Vereine. Ja? Und ich rechne mir da schon meine Chancen aus, dass wenn wir gegen Real Madrid gewinnen sollten, ich will da jetzt auch nicht zu euphorisch sein, ich meine, wir haben sie jetzt in der Liga 1:0 geschlagen, aber das hat ja nichts zu heißen. Ne? Aber dann ist es auf jeden Fall ja, sehr möglich, den Pott zu holen. Vertragsende naht auch. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne hier bleiben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich möchte mit der Mannschaft weiterhin ja, viel erreichen, würde ich sagen. Ja. Natürlich die ein oder andere Verstärkung noch vornehmen. Wir haben ein gutes Transferbudget hier. Ja, wir haben, sind hier überall im Plus mit unserem Budget. Wir können da einiges machen. Und ja, ich habe auch Bock. Ich habe wirklich Bock, mich auf der einen oder anderen Position hier auch noch zu verstärken oder auszutauschen. Deswegen bin ich mal gespannt. Können wir hier mal Karriere, aktueller Vertrag und dann kann man das nur machen. Kann man gar nicht machen. Vertragsende 22. Aber wieso kann ich denn hier meinen Vertrag nicht verlängern? Oder bieten die mir selbst einen Vertrag an? Wie war denn das nochmal? Ach da, Vertrag verlängern, so. Genau, sprechen wir mal mit dem Vorstand. Die Einstellung ist unverändert. Ja, wir wollen safe unseren Vertrag verlängern. Aber jetzt wollen wir erstmal gegen Mallorca ran am 31. Spieltag und wollen mal schauen, ob wir unsere Siegesserie fortsetzen können. 1:0 La Fuente. Griezmann schießt das 2:0. Junior macht das 2:1. Ja, okay, jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Dembélé hat 2 Tore gemacht und der Kapitän hat 1 Tor gemacht. Ja, nice. Meldet er sich auch mal wieder zu Wort hier, Piqué. Mit seinem Treffer. So, Auswechslung macht der Co-Trainer und wir gehen in die zweite Hälfte. Steht 5:2 nach 70 Minuten jetzt. Ja, und es bleibt auch dabei. Und wir siegen auch im 8. Spiel, beziehungsweise im 7. Spiel nacheinander, aber 8 Spiele jetzt ungeschlagen. Ja, schon Wahnsinn, ne? 8 Spiele jetzt ungeschlagen.
2 Niederlagen in 31 Spielen, 26 Siege, 3 Unentschieden, 98 zu 23 Tore. Das ist schon mega. Eine mega gute Offensive. Wer steht denn da überhaupt da oben? Dembélé mit 16 Toren. Das ist ja echt ungewöhnlich, ne? Guter Mann. Ja, sauber. Dann haben wir jetzt noch 7 Spiele, glaube ich, in der Liga vor uns. Es ist noch ein weiter Weg zur Meisterschaft. Atletico bleibt da weiterhin auf 5 Punkte an uns dran. Deswegen, wir müssen immer wachsam sein und in jedem Spiel 110% geben. Und jetzt, Leute, jetzt ist es soweit. Wir müssen gegen Real Madrid in der Champions League ran im Viertelfinale. Die haben das Hinspiel gegen Lissabon mit 1:0 gewonnen und auch das Rückspiel mit 4:2. Ja, wie gesagt, in der Liga haben wir sie geschlagen. Deswegen ist das hier auch, sieht das hier auch nicht so rosig aus, glaube ich. Weil sie halt in der Liga nur Platz 3 belegen. Und das wollen wir jetzt natürlich auch wieder zeigen. Also wir wollen natürlich, ja, wenn es geht, natürlich einen Sieg erzwingen hier, ja. Am besten noch zu null. Ich glaube, wir spielen erst zu Hause. Ja, wir spielen erst zu Hause. Das heißt, es wäre gut, wenn wir hier zu null spielen würden, dass Real im Rückspiel eigentlich gar nicht mehr so viele Chancen hat, überhaupt weiterzukommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier hinten gut stehen. Aber ich denke mal, mit De Jong, Coutinho, Longley, Umtiti, das passt schon alles so, ne? So, wir spielen zu Hause gegen Real Madrid in der Champions League. 1:0 Lukaku, 2:0. Oh. Courtois mit einem Eigentor. Natürlich bitter für Real, ne? Also wir führen zur Halbzeit hier mit 2:0. Mega. Das hätte ich ja wirklich jetzt nicht gedacht. Das Mittelfeld natürlich rund um Messi hier, Coutinho, einfach Bombe, ne? 1,5. Top. So, wir brauchen nicht wechseln. Zweite Hälfte. 3:0, 4:0 sogar. Messi, meine Fresse. Wir gewinnen wirklich zu 0 hier. Und dann auch noch mit 4 Toren Unterschied. Courtois mit dem Eigentor natürlich ganz, ganz bitter hier, ne? Trotzdem bester Spieler von Real Madrid. Oha. Das sieht schon. Vinicius Junior ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Der mich auch sehr, sehr interessiert da auf der Linksaußenposition, muss ich sagen. Ja, so sei es dann, Leute. Wir brauchen eigentlich nicht viel, viel mehr zu sagen, ja. Lukaku hat einen Treffer gemacht, Boga und Messi hat das Tor gemacht, plus eine Vorlage, Frenkie de Jong noch mit einer Vorlage, bester Spieler bei uns. Und halt Courtois mit dem Eigentor. Und wir gewinnen 4:0 gegen Real Madrid im Hinspiel. Ja, das heißt, sie müssten 4 Tore schießen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. So, und jetzt stehen wir vor der Vertragsverlängerung. Ja. So, was bieten sie mir denn? Aktuell 5 Millionen... Angebot 6 Millionen, okay. Siegprämie 181. Gewinnbeteiligung 1,6. Das ist wie jetzt 0,6. Okay, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Da können sie ruhig nochmal ein bisschen höher gehen, ne? 1,8. 3 Jahre. Dafür gehen wir hier auf 2 Jahre runter. Gehaltssteigerung würde ich schon 2% nehmen. Machen wir so, 2%. Angebot dem Vorstand vorlegen. 0,9. Also sind ein bisschen hochgegangen.
1,2. 2 Jahre und 0,2%. Das ist okay. Das unterschreiben wir. Also, weitere 2 Jahre hier in Barcelona. Freue ich mich drauf. Wird bestimmt eine sehr coole Zeit. Und Dembélé ist verletzt. Für 11 Tage. Okay. Was hat er denn? Senkrechtstarter der Saison. Petri auf jeden Fall einer, der dabei ist. Ja, Saisonbeginn 80, aktuelle Stärke 85, genau wie Moriba 77 und jetzt eine 82. Schon Top-Leute, ne? Ja. Wir haben mit Barcelona noch viel vor, jetzt in den nächsten 2 Jahren. Und das wird geil, das wird wirklich geil. Ich habe auch wirklich so eine kleine Vision in meinem Kopf und die werde ich definitiv auch umsetzen. Jetzt ist aber noch wichtig, dass wir in dieser Saison erstmal unsere Ziele erreichen. Und wenn ich von Zielen spreche, den werden wir hier mal loben, wenn es geht. Also geht gar nicht, okay. Fahrt jetzt ein Trainingsziel erreicht. Wenn ich von Zielen spreche, dann meine ich das auch so, ja. Ziel ist auf jeden Fall Meisterschaft und Champions League Finale. So, jetzt aber erstmal gegen Alba in einem 32. Spieltag und Araujo verletzt sich. Dann kommt Pique, ups, das wollte man nicht. Kommt Piqué ins Spiel. Und Alba geht in Führung, aber Pedri gleicht aus in der 10. Minute und Leon macht das 2-1 für Alba. Pjanic macht das 2-2 und Griezmann macht das 3-2. Meine Güte, 5 Tore in 45 Minuten, das ist schon Wahnsinn. Die Verteidigung sieht nicht so glücklich aus hier. So, wir bringen Firpo für Alba auf der linken Seite und dann gehen wir in die zweite Hälfte rein. 4-2 Gerard Piqué. Okay, wir gewinnen am Ende mit 5 zu 3, auch wenn das jetzt wirklich knapp war. Ja, Alba hat sich gut geschlagen, muss ich sagen, haben ein gutes Spiel gemacht. 3 Tore gemacht. Pjanic hat hier das Tor gemacht. Petri, 2 Tore Griezmann und ein Tor Piqué. Bester Mann Petri auf dem Platz. Bei uns, auf unserer Seite halt. Und wir gewinnen mit 5 zu 3. Nehmen auch die 3 Punkte hier mit. Und jetzt sind wir endlich mal 8 Punkte vor Atletico. Denn ich glaube, die haben jetzt verloren, wenn ich mich nicht täusche. Wo sind sie denn? Da. Ja. Gegen Real Madrid haben sie 2-0 verloren. Und aber auch Real, nee, Real ist da noch weiter runtergegangen. Runtergerutscht auf Platz 4 sogar. Meine Güte, okay. Sieht alles sehr, sehr gut aus für uns. Wenn wir jetzt noch hier ordentlich das Rückspiel gegen Real Madrid spielen, dann bin ich schon mal zufrieden. Dann bin ich schon mal zufrieden, auf jeden Fall. Genau, so. Gucken wir nochmal hier. Gespräche führen ist immer ganz wichtig, ne? Ihr kennt das ja mittlerweile schon wirklich alles. Ich sag's auch tausendmal. So, haben wir das auch erledigt. Dann können wir reingehen, motiviert in dieses Spiel gegen Real Madrid, Viertelfinale der Champions League. 4-0 haben wir das Hinspiel gewonnen. Und jetzt verletzt sich Trincao. Das ist nicht schön. Da bringen wir Boga auf der rechten Seite.
Und La Fuente bringt uns hier stark in Führung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das freut mich. So, 70 Minuten gespielt, immer noch 1-0 und ja, 2-0, 3-0. Ich gucke, wer es geschossen hat. Ich habe es gerade nicht sehen können. Achso, Statistiken. Wieder La Fuente in der 84. Minute durch eine Vorlage. Coutinho hat alle drei Vorlagen gegeben. Wahnsinn. Wahnsinn. Super Spiel gemacht. Stärke 95, Alter. Krass. Alle drei Vorlagen gemacht. Zwei Tore La Fuente, ein Tor Boga, der ja ein ganz gutes Spiel gemacht hat hier für Trincao auf der rechten Seite, muss ich sagen. Hat sich da die Note 2,5 auf jeden Fall verdient. Auch noch eine gelbe Karte bekommen. Und ja, wir gewinnen hier zu Recht mit 3-0. Und Real Madrid scheidet aus. Natürlich ganz, ganz bitter hier, ne? Im Viertelfinale auszuscheiden. Und jetzt bin ich echt gespannt, gegen wen wir hier im Halbfinale ran müssen. So, neuer Jugendspieler entdeckt. Leider nichts für uns. So, dann gucken wir mal. Pokalauslosung, Halbfinale. Und es geht gegen den FC Liverpool. Okay, ich habe vorhin gesagt, es sind ja nicht mehr so starke Mannschaften dabei. Aber gut, mit Liverpool ist natürlich nochmal schon eine Hausnummer. Ne? Aber die haben auch schon eine sehr alte Mannschaft, ja. Sieht man ja hier 31, 31, 31, 30, 30. Dennoch sind die natürlich die einzelnen Spieler wie Salah, Mané, Wijnaldum, Thiago. Das sind natürlich alle Spieler, die man kennt. Ja, die halt auch wirklich ihre Fähigkeiten haben. Und auch Liverpool sollte man nicht, definitiv nicht unterschätzen. So, Trincao fällt aus mit einer Oberschenkelzerrung. 6 Tage, okay, kann man verkraften. Und in der Liga sind wir weiter auf Meisterkurs. Am 33. Spieltag müssen wir jetzt gegen Real Betis Sevilla ran. Und dann haben wir die Saison ja auch schon fast beendet. Viele Spiele sind es nicht mehr. Sechs Spiele in der Liga und dann das Champions League Halbfinale und eventuell noch Finale. Also kann man sagen, wenn wir bis ins Finale kommen, haben wir noch insgesamt jetzt 9 Saisonspiele. So, Lukaku fällt auch aus 2 Tage. Das ist natürlich schade jetzt. Aber da kann auch Griezmann mal von Anfang an spielen. Gott sei Dank fällt er nur 3 Tage aus. Gehen wir rein hier in den 33. Spieltag gegen Real Betis Sevilla auswärts. Und gehen direkt hier in der ersten Halbzeit mit 2-0 in Führung. Durch die beiden Tore von Pedri mal wieder. Heftiger Typ. Echt ein heftiger Typ. Der gefällt mir richtig gut. So, wen bringen wir denn jetzt hier mal? Morfeo bringen wir mal für Dest. Und Boga für ja, bringen wir Boga oder La Fuente. Bringen wir La Fuente da auf links. Ich glaube, Boga war auch für rechts eingeteilt, oder? Ich weiß es gar nicht. Egal. So, zweite Halbzeit. Ich denke mal, wir lassen da nicht mehr viel anbrennen. Aber der 2-1 durch Pereira. Oh, wir können es nicht runterspielen und am Ende trennen wir uns hier nur 2-2 und nehmen nur einen Punkt mit. Und da sieht das hier schon wieder ganz anders aus, ne? Jetzt sind es wieder nur 6 Punkte auf Atletico. Nicht so gut, hätte mir lieber einen Sieg gewünscht, Leute. Aber okay. Noch 5 Spieltage. Es kann trotzdem noch alles passieren. Es ist alles noch offen hier.
Es ist alles noch offen. 18 Punkte sind noch. Nee, 5. 15 Punkte sind noch zu vergeben. Das heißt, rein rechnerisch hätte Valencia auch noch die Möglichkeit, mit mir gleichzuziehen oder mit uns. So, Moriba fällt aus, Knöchelprellung. Firpo fällt aus, Schienbeinprellung, 3 Tage. Das ist nichts Großes, das ist okay, ne? Neue Idee für Fanartikel, alles klar. Gucken wir kurz nochmal in die zweite und in die Jugendmannschaft rein hier. Das passt alles. So, dann haben wir das auch erledigt. Genau. Zack. So, meine Freunde, dann sage ich mal, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Saisonendspurt. Und zwar gegen Osasuna am 34. Spieltag. Dann müssen wir in der Champions League ran im Hinspiel gegen den FC Liverpool im Halbfinale. Dann müssen wir gegen Villarreal im Heimspiel in der Liga, dann das Rückspiel gegen Liverpool, dann wartet Valencia auf uns, dann Getafe am 37. Spieltag und am 38. Spieltag gegen Atletico Madrid zu Hause und eventuell am 28. Mai das Champions League Finale. Genau. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, lasst mir gerne ein Like da und ein Abo und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt. Danke und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.